Es geht jetzt direkt weiter mit Matthias Eggersdorfer. Letzten Sommer habe ich am Abend gerne mal in Nürnberg ein Bier getrunken. Ich wohne zwar in Fürth, ich gestehe es offen und ehrlich, aber ab und zu bin ich am Abend mit meinem Fahrrädler mal nach Nürnberg gefahren und habe ein Bier getrunken. Oder zwei. Oder acht. Und das war wirklich herrlich. Das habe ich sehr genossen. Mit einem leichten Seier dann aufs Fahrrädler drauf sitzen und dann schön auf dem Fahrradweg im Wiesengrund zurück nach Fürth fahren. Und die goldenen Sternlein prangen und der Mond und das Himmelszelt, wo man sagt, Mensch, nein. Und da bin ich gefahren. Und links hat der Fluss, die Begnitz, die hat ein wenig gemurmelt. Und der Nachtwind hat ein wenig geflüstert in die Bäume und Büsche. Und ich bin da gefahren auf meinem Rädler. Und meine Haare haben geflattert im Wind halt. Und da bin ich gefahren und mal 1A Fahrradlampen hat einen schönen hellen Lichtkorridor in die dunkle Finsternis reingefressen. Und wie ich da gefahren bin, hat es ab und zu mal sein können, dass ein Glanz Häsler mir direkt über den Weg gelaufen ist. Das könnte aber auch ein Ratz gewesen sein. Es ist so schnell gegangen, ich hab's nicht genau erkannt. Und dann bin ich da gefahren und dann geht's unter der Kurgartenbrücke geht's dann weiter. Und dann weiß ich ganz genau, da mache ich mein Maul zu und meine Augen zusammenzwinkern, weil dann geht's unter der A73 geht's da weiter. Und da herrscht in so laue Sommernächte Hochkonjunktur, kann man so. Da sind nämlich zwei Lampen, die brennen die ganze Nacht. Und da fliegt alles, was ein paar Flügel am Rücken hat, fliegt da um die Lampen rum. Und da mache ich mein Maul zu, dass ich nicht an von den Kameraden mit bitterem Beigeschmack schlucken muss. Und dann die Augen zusammenzwinkern, ungefähr so wie Bud Spencer kurz bevor er zuschlägt. Dass ich nicht an von den Burschen noch vor die Linse krieg halt. Und dann bin ich weitergefahren und dann ist wieder dunkel geworden. Und dann habe ich oft danach hab ich an die Burschen denken müssen, die da im Tran die ganze Nacht um die Lampen rumfliegen. Und sie wahrscheinlich denken, einmal fliege ich nur rum. Aber dann fliegen sie doch die ganze Nacht. Aber noch mehr als an diese Opfer ihrer Lichtlust habe ich an die Lampenspinnen hab ich denken müssen. Da haben nämlich Spinnen, die sind ja auch nicht blöd, die wissen, da ist eine Kundschaft da. Die haben um die Lampen rum haben die ihre Netze aufgebaut. Aber es ist keine große anspruchsvolle Netzarchitektur. Die haben sie einfach an den Rand von der Lampen haben sie sich hingekackt und haben sie gedacht, da hänge ich jetzt einen klebrigen Faden hängen unter. Das langt schon. Einer von den Vollidioten wird schon dran kleben bleiben. Es sind völlig rausgefressene, selbstverliebte, dicke, fette, schwarze Spinnen halt. Und ich denke, die Kinder von denen, lauter bourgeoise Arschlöcher, hochnäsige, blöde Säu, die sie dann so daherreden, dass sie sagen, na ja, unsere Familie hat in der dritten Generation ein Spinnennetz unter der A73. Ich und meine Geschwister, wir erben das einmal, wir sind versorgt. Wir brauchen uns einmal nicht in Buckelkrumm arbeiten. Und sie da schauen eigentlich, ja, ziemlich ähnlich aus. Wir stehen früh um 11 Uhr, stehen wir auf, dann gibt's ein Frühstück, dann spielen wir ein wenig Bridge, dann ist schon Mittagessen, dann machen wir Nachmittagsschläfler, dann spielen wir wieder Bridge oder ein wenig Golf, wo wir halt gerade Lust haben halt. Ich sag Ihnen, wenn's zynische Insekten gibt, dann sind's die Arschlochspinnen unter der A73. Das kannst du überhaupt nicht vergleichen, zum Beispiel mit Heuschrecken. Heuschrecken, die sind wirklich Tiere, wo man sagt, Respekt, die haben Eier dranhängen halt. Das sind wirklich Tiere, die schaffen was weg. Dann sagt der Chef in der Früh, Hobbits, das Weizenfeld, das fressen wir zusammen. Und dann fressen sie das Weizenfeld leer. Und dann ist noch lange nicht Mittagspause. Dann sagt der Kabo, sagt am Nachmittag, hopp, und die anderen 200 Hektar, die fressen wir auch noch. Und dann fressen die weiter. Die fressen so lang, bis überhaupt nichts mehr da ist. Bloß nur Wüste. Und dann fliegen sie wieder weiter. Fliegen der Sonne entgegen, bei 40 Grad im Schatten, dann kriegen sie ein Herzkasper und fallen tot vom Himmel runter. Das kannst du überhaupt nicht vergleichen mit den Lampenspinnen unter der A73.
Die fressen keine Weizenfelder leer. Die spekulieren auf Weizen. Die treiben den Preis vom Weizen in die Höhe. Da verrecken die zu Tausende irgendwelche armen Arschlöcher, die verhungern. Und die dicken Spinnen werden immer reicher und fetter. Die bereichern sich. Und das kann ich Ihnen sagen. Wenn's nächsten Sommer unter der A73 wieder so zugeht, dann steige ich mal auf mein Fahrrädler und dann hau ich zusammen die dicken Spinnen, samt ihre hässlichen Netze mit meinen Luftpumpen.